So, hallihallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Simon the Sorcerer. Wir befinden uns hier gerade in der Taverne, wo sich... Ich frage mich, wo Kalypso sein die könnte. Zauberer befinden, ja, von denen uns seltsam, Kalypso ja schon erzählt hat. Hört mir einen Augenblick zu. Ja, Junge. Hört, hört. Macht einen Zauberer aus mir oder ich weine. Macht einen Zauberer aus mir oder ich weine. Du kannst kein Zauberer sein, du bist nicht alt genug. Ach, Entschuldigung, Herr Zauberer-Polizei. Ich wusste nicht, dass man dafür 18 sein muss. Ja, Junge. Ich will Zauberer sein. Ich will ein Zauberer sein. Du kannst kein Zauberer sein, du bist nicht alt genug. Also ist die herrschende Windrichtung Norden, ja? Hört mir einen Augenblick zu. Ja, Junge. Ich tue alles, um Zauberer zu werden. Ich tue alles, um ein Zauberer zu werden. Alles? Alles. Nun, du könntest uns einen kleinen Gefallen tun. Du musst wissen, alle neuen Zauberer müssen der Gilde erst einen Dienst erweisen, bevor sie aufgenommen werden. Ist das nicht richtig, Genossen? Ja, das ist richtig. Absolut. Hä? Sagt mir was und ich tue es für euch. Hä? Es ist so, schau. Wir wären äußerst daran interessiert, einen bestimmten magischen Gegenstand zu erwerben. Ein magischer Stab, angeblich hier irgendwo versteckt. Und wir wollen, dass du ihn für uns findest. Irgendwelche Ideen, wo er sein könnte? Irgendwelche Ideen, wo er sein könnte? Soweit wir wissen, war der letzte Besitzer Naflin der Geisterbeschwörer. Was damit geschah, als er starb, weiß ich nicht. Listige Typen, diese Geisterbeschwörer, machen immer mit Flüssigkeiten und Innereien herum. Vielleicht wurde er damit begraben. Na, lecker. Wie sieht der Stab denn aus? Wie sieht dieser Stab denn aus? Er ist ungefähr 1 Meter lang mit einer Kristallleuchte am Ende. Und dann werde ich Zauberer. Und dann werde ich Zauberer, richtig? Wenn du den Stab findest, wirst du aufgenommen. Kriegen wir hin. Wir freuen uns auf deine Wiederkehr. Okay, also brauchen wir einen Stab. Ich habe 2 Shows, 2 Punks und 1 Kong. Und 1 Kong, ja. Hat er alles da. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wo wir als nächstes hingehen. Wir können auf jeden Fall hier... Nein, wir machen das anders. Wir gehen erst hier links lang. Hier kommen wir ja in den Wald. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig. Oh, die Musik. Entschuldigung, ich hab mich in diesem Let's Play noch nicht über die Musik erfreut. Das muss ich natürlich in jedem meiner Videos machen. So will es die Tradition. Hier haben wir nichts. Ein Spielverlängerungsweg quasi. Ah. Ich erinnere mich. Hast du etwas Holz übrig, mein Freund? Hast du gerade etwas gehört? Könnte es. Ich weiß es nur nicht. Etwas Balsam, Holz oder Spanplatten. Wir sind nicht wählerisch. Ich höre irgendetwas. Ich könnte schwören, ich hätte eine Stimme gehört. Ich glaube, ich muss mich mal hinsetzen. Geh von mir runter! Unter dir konnte ich nicht atmen. Dein ganzes Leben lief vor meinen Augen ab. Es muss eine logische Erklärung dafür geben. Du könntest mich wenigstens mal ansehen, wenn ich mit dir rede. Nur weil ich bettle, muss ich doch kein schlechter Mensch sein. Ich hab überhaupt nicht mit dir geredet, sondern mit dem Spieler. Ich habe mit dem Spieler geredet, nicht mit dir. Aha! So! Hast du jetzt etwas Holz übrig oder nicht? Ich
weigere mich strikt zuzugeben, dass ich mit einem Baumstumpf rede. Ich weigere mich strikt zuzugeben, dass ich mit einem Baumstumpf rede. Hä? Du redest nicht mit einem Baumstumpf. Wir sind Holzwürmer. Deshalb wollen wir Holz. Wir verhungern elendig. Dieser Baumstumpf ist so gut wie ausgesaugt. Pardon, ich hab nicht gemerkt, dass ihr Holzwürmer seid. Pardon. Hab nicht gemerkt, dass ihr Holzwürmer seid. Du hast nicht wirklich geglaubt, du redest mit einem Baumstumpf. Nein, natürlich nicht. Ich bin stolz darauf, weder mit Baumstümpfen noch mit Holzwürmern zu sprechen. Ich bin stolz darauf, weder mit Baumstümpfen noch mit Holzwürmern zu sprechen. Das ist ja wieder mal typisch. Nur weil ich 8 Beine habe, glaubst du, dass mit mir etwas nicht stimmt? Schau, ich wollte wirklich niemandem zu nahe treten. Schau, ich wollte niemandem zu nahe treten. Das haben sie alle. Ein Fehltritt und 10 meiner besten Freunde atmen nie wieder. Tut mir leid, okay? Tut mir wirklich leid. Tut mir leid, okay? Tut mir wirklich leid. Ich hätte mich an Simons Stelle schon, während die da streiten, so langsam wegbewegt. Ich gehe dann und hole welches. Ich gehe dann und hole welches. Du wirst es nicht bereuen, hörst du? Ach, dieses Spiel. Dieses Spiel, Freunde. So, was haben wir hier? Haben. Ein Wolf? Und sonst nichts. Ja, richtig. Hier, kommen wir in das Haus. Das sieht doch nach Gesichtern aus hier irgendwie so. Wir können auf jeden Fall hier den, nein. Ja, funktioniert doch, wenn ich einfach den Brunnen benutze. Und wir nehmen uns den Eimer Wasser mit. Einfach voller Eimer in den Hut. Kein Problem. Wir können theoretisch auch da rein. Die Frage ist... Ich klopfe besser vorher an. Klopf, klopf. Guten Tag. Ja, zu Hause. Na dann. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, warum denn? Weil da eine schwarze Katze sitzt, oder was? Schau dir die mal an. Irgendwie habe ich das Gefühl, die hat kein Glück. Die Laterne? Sowas habe ich früher gemacht, als ich noch jung war. Die Kiste. Können wir die aufmachen? Was meinst du, wie ich die Schlösser öffnen soll? Du bist ein Zauberer. Das Spiel heißt Simon the Sorcerer. Na, dann nehmen wir mal den Besen mit. Oh meine Güte! Oh meine Güte!
Hat dir noch nie jemand gesagt, dass man eine Hexe nicht bestiehlt? Oh meine Güte! Es mir nur ausgeliehen. Ich habe es mir nur ausgeliehen. Ausleihen? So, so! Wie bitte? Raus hier! Bevor was Entsetzliches passiert! Ja, Gnällfrau. finde ich super. Richtig, aber den Eimer, den brauchten wir. Puh, können wir hier... Das war knapp. Ging es hier links, ging es nicht mehr weiter, wenn ich richtig... Nein, da sind auch Dornen im Weg. Wie soll es da weitergehen? Klassische Fantasy-Wegabsperrung. Ein Strauch mit Dornen. Mich? Nee, jetzt ist der Wolf nicht mehr da. Aber jetzt können wir ja an den Holzwürmern hier vorbei. Die hoffentlich nicht mehr streiten. Aber jetzt muss ich überlegen. Nee, hier gab's auch nichts. Dann müssten wir jetzt... Ah ja, richtig. Wer kommt da über meine Brücke gelaufen? Los geht's! Ich bin's doch nur, der kleinste Ziegenbock Ruff. Ich bin auf dem Weg ins Tal, um mich fett zu fressen. Dann werde ich dich verspeisen. Oh nein! Bitte friss mich nicht auf! Ich bin viel zu klein und auch nicht fett genug. Warte, bis der zweitkleinste Ziegenbock vorbeikommt. Der ist viel fetter als ich. Na gut, dann ver... Einen Moment mal, darauf will ich schon mal reinfallen. Wenn das so weitergeht, fliege ich am Ende in den Fluss, wie immer. Nein, 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 das ist total falsch. Schauen Sie hier, auf Seite 23 des Textes. Ich sage, der ist noch viel fetter als ich. Woraufhin Sie sagen, na gut, dann verschwinde. Und dann warten Sie auf den zweiten und so weiter. Das ist doch so einfach. Jetzt passen Sie mal auf, Mr. Gruff. Jeden Tag werde ich in diesen blöden Fluss geschmissen, aber jetzt habe ich genug. Ich verhungere. Deshalb werde ich dieses Kindermärchen etwas ändern. Ich werde sie nun fressen und ihren kleinen Freund da in die Tiefkühltruhe schmeißen. Jetzt machen Sie mal halblang, Herr Troll. Sie haben einen Vertrag für den Job unterschrieben. Also sagen Sie Ihren Satz und lassen Sie mich durch. Oder fangen Sie schon mal an, Ihr Büro zu räumen. Jetzt sag ich Ihnen mal was. Mir ist dieser Job und dieses Büro total egal. Ich bin gerade dabei, meinen Vertrag mit der Gruff und Gruff AG zu kündigen, indem ich einen meiner Arbeitgeber fresse. Können wir das nicht ausdiskutieren? Das ergibt für Sie doch keinen wirtschaftlichen Sinn. Warum besprechen wir das Ganze nicht noch einmal? Tut mir leid, Herr Gruff. Nur der Stärkste überlebt. Schauen wir uns mal die grundlegenden Instinkte an. Ich bin ein großer, kräftiger Fleischfresser. Und Sie ein schwacher, wehrloser Pflanzenfresser. Rechtlich gesehen sollte ich momentan Ihre Überreste aus meinen Zähnen entfernen. Um nochmal auf den Text zurückzukommen. Wie Sie sehen, hätten Sie bei einem Verzicht auf mich die Möglichkeit, meinen etwas größeren und fetteren Bruder dort zu verspeisen. Mr. Gruff, Sie sind ein sehr zuvorkommender Arbeitgeber. Ich hatte immer mein Weihnachtsgeld und so. Darum habe ich mich entschlossen, Sie nicht zu fressen, sondern wirtschaftliche Maßnahmen zu ergreifen. Ich gründe eine Zollstation. Niemand darf bis auf Weiteres über diese Brücke. Ja. Können wir das nicht wie Erwachsene besprechen? Gut, wir haben einen streikenden Troll. Weichen. Der aus Protest
gegen seinen Job ein Zollamt gegründet hat. Das heißt, über die Brücke kommen wir erstmal nicht. Sehr gut. Dann schauen wir mal. Ich glaube, wir konnten... Moment. Nee, das bringt uns nichts. Ah, mir fällt gerade ein, wo wir das Holz für die Holzwürmer herbekommen. Nein, Simon, bitte, geh da raus. Wir können hier oben, hatten wir noch zwei Wege, richtig. Dann gehen wir zuerst den hinteren. Und wo kommen wir hier? Moment. Jetzt bin ich gerade... Ist das ein Kreis? Können wir hier im Kreis laufen? Wenn wir hier wieder... Wenn wir hier... müssten wieder rechts rauskommen, oder? Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir den Weg auch... Wen haben wir denn hier? Den Barbar. Mein armer Fuß! Schauen wir uns er mal weint, an. Er weint, weil ein Dorn in der Ferse seines Fußes steckt. Oh nein. Dann sprechen wir mit dem... Hallo, Herr Baba. Kannst du mir helfen, Junge? Haben wir ein Problem? Es ist dieser Dorn. Er steckt in meinem Fuß. Ich kriege ihn nicht raus. Dann, wie hast du denn mit dieser schlimmen Wunde überlebt? Es war nur der Mut eines Bären, der mich vor dem Durchdrehen bewahrte. Na gut, lass uns mal einen Blick drauf werfen. Gleich hab ich ihn. Es könnte ein wenig stechen. Schon fertig. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Ist schon okay. Na gut. Aber hier, nimm diese Pfeife. Wenn du jemals Hilfe brauchen solltest, dann blase einfach hinein. Danke. Ein netter Kerl. Ja, in der Tat, die Pfeife werden wir auch recht bald gebrauchen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.